Jessica Haller blutet das Mama-Herz. Zusammen mit ihrem Partner Johannes Haller durfte sie vor fast 2 Jahren ihre kleine Tochter Hailey Sue auf der Welt begrüßen. Das Mädchen scheint Mamas absoluter Lebensmittelpunkt zu sein und umso schwerer fällt ihr der anstehende Meilenstein, Hailey soll nämlich in den Kindergarten kommen. Doch bei der Eingewöhnung scheint Jessie jetzt an ihre emotionalen Grenzen zu kommen. In ihrer Instagram-Story nahm Jessica ihre Follower mit zu den ersten Kindergartentagen ihrer Tochter. Zum Entsetzen ihrer Fans zeigte sie sich am Morgen plötzlich in Tränen aufgelöst im Kita-Flur. Mein Herz blutet. Ich bin so hin und her gerissen, was das Beste ist, schüttete die aufgewühlte Influencerin ihr Herz aus. Sie habe es schon am Tag zuvor versucht und Hailey in den Kita-Räumen weinen und schreien gehört. Mittlerweile sei sie sich sogar unsicher, ob der Kindergarten nicht sogar zu früh kommt. Und der Abschied fiel auch der Kleinen schwer, Hailey stand an der Tür und hat wie am Spieß geweint. In ihrer Wahlheimat Ibiza habe Jessie mit ihrer Tochter bisher nur schwer Anschluss gefunden, weshalb sie der Meinung war, dass der Kindergarten für Hailey eine Möglichkeit sei, Freunde zu finden. Ich habe jetzt nicht so den Kontakt zu anderen Mamis mit Kindern, erklärte sie. Ich lerne natürlich hin und wieder mal welche am Spielplatz kennen, aber Hailey hat jetzt noch keine feste Freundin oder einen Freund. Thank you.
Thank you.